Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück in Cooper Keep. Ach, diese epische Musik, es ist so wunderschön. Ich freue mich, dass ihr mich weiter auf dem Weg begleiten wollt. Als Saftsack der Meisterdieb. Haben wir Kenny schon die Blume gebracht? Wie konnte ich die denn nochmal nehmen? Ich weiß es nicht. Haben wir Kenny die Blume schon gebracht? Ich weiß es nicht. Wir können ja einfach mal nachgucken. So nicht. Oh, wie kam ich denn in mein Menü? So war das. So, pass mal auf. Quests. Vollständig. Gut, wir haben Kenny die Blume noch nicht gebracht. Dann reden wir einfach mal mit Kenny. Oh, jetzt haben wir die Quest. Wir müssen Prinzessin Kenny die Blume bringen. Hier, Blumen für Kenny. Prinzessin Kenny wünscht sich eine Blume. Vielleicht kannst du irgendwo in Cartmans Garten eine finden. Genau. Es wird Zeit, dass wir mal ein paar Quests machen. Hier ist die Blume für Kenny. Hallo, Kenny. Bist du jetzt mein Freund? Yay! Neue Freundschaftsanfrage von Kenny. Wunderschön. So. Alles klar. Dann wollen wir uns mal eine Waffe kaufen. Ja. Wie war denn das mit dem Reden? Ich habe die Steuerung komplett vergessen. Ich muss doch hier jetzt bei dir was einkaufen, oder? That's the line the Grand Wizard gave me. Ist das nicht meine Aufgabe gerade? Oh Mann, ich habe so lange nicht gespielt, weil diese Pilotfolge, die ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Achso, ich muss erst mit Cartman sprechen. Das haben wir doch schon gemacht. You've been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Okay, wir müssen das also wiederholen, warum auch immer. Quarak. You entered Douchebag, is that correct? Natürlich. Are you sure you want to keep the name Douchebag? Ja. Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief or Jew. Eigentlich haben wir ja schon uns für den Dieb entschieden. You look sneaky enough to be a thief. We welcome to our kingdom, Douchebag the Thief. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Ja, ist klar. Also schade, dass wir das jetzt nochmal machen mussten, aber egal. Would you like to see my wares weary traveling? Ja. Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Nein. Gut, Waffen. Zack, wir brauchen natürlich einen Schurkendolch. Ah, a lovely purchase. Ich weiß. Haben wir auch noch was zum Verkaufen? Moment, schließen. Ah, okay, können wir noch nicht. Erste Waffe I. Ah, wir können sie ins Inventar legen. Zack. In den Schurkendolch, da haben wir ihn angelegt. Wunderschön. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Clyde in den Arsch treten, alles klar, machen wir. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. Alright, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Ja, ist ja gut, machen wir. Wie war denn das mit der Steuerung? Ah, okay. Linke Maustaste, um die Aktion auszuwählen. Und dann, wenn die Waffe blinkt, okay. Dick? Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Okay, hier kommt jetzt ein kleines Kampftutorial. Wie laufen denn die rundenbasierten Kämpfe hier ab? Wenn deine Waffe mit der rechten Maustaste, bing, bam, voll in die Fresse. I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bow. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bow. Okay. Blocken. Prepare yourself. Ow! No, no, I said protect. Protect your bow. Protect. This does double damage. Ow! No, that's not blocking. That's sucking. Try again. Wenn ich die Anzeige zum Blocken sehe... Die. Ah, rechte Maustaste. Die muss ich dann auch drücken. Yay. Dude,
already way better than Clyde. Das ist gut. Block reduziert einigen, aber nicht den gesamten Schaden. Das ist gut, okay, alles klar. It's time to use your heroic powers. Ja. Using your ability takes power points, or PP for short. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king and I say it's PP. Douchebag, use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. Gut, die Diebesfähigkeit, was haben wir denn da? Meucheln, konzentriert sich auf die letzten Feinde in der Reihe, bewirkt schweren Schaden und bei erfolgreicher Durchführung auch Bluten. Ja, ja, ist doch gut. Klicke mit der linken Maustaste, wenn dein Messer blinkt. Boah, alter Finne, der gab aber aufs Maul. Moment, blocken. Jawohl. Alles weggeblockt, er blutet, das ist gut. Okay, alles klar, wir müssen noch einmal meucheln. Machen wir. Mit der linken Maustaste. Los. Oh, das war nur ein leichter Treffer. Jetzt muss ich wieder blocken, jawohl. Warum kann der zweimal angreifen? So, jetzt kommt noch ein normaler Angriff. Und zwar ein Machtangriff. Yay, sehr geil. You were all like, beam, and Clyde was all like, nah, nah. Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Nun, wir werden den Stab sehen. Cartman will uns seinen Stab der Wahrheit zeigen. Da werden wir natürlich gleich mal hinterhergehen. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. The stick of truth. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Okay, die Elfen greifen an. Wir gucken erstmal ein bisschen um. Das ist der Stab der Wahrheit. Um den dreht sich alles, wer immer ihn besitzt. Beherrscht das Universum. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich muss mich erstmal hier umgucken. Kann ja sein, dass du was Nützliches hast. Okay, das ist eine Karte von South Park. Und hier ist Cooper Keep. Und dort in diesem Haus neben dem Asia-Ding ist irgendwas vergraben. Ein Schatz oder so. Sollten wir uns vielleicht merken. Jetzt machen wir hier erstmal die Bude ein bisschen kaputt. Alles klar, Geflügelknochen können wir sicher brauchen. Cartmans Thron. Hier sind noch mehr Geflügelknochen, vermute ich. Jawohl. Gut, da ist ein Ork. Okay, alles klar. Gehen wir mal raus. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! Douchebag. This is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs. Go! Oh mein Gott, eine epische Schlacht tobt hier in unserem Keep. Butters wird angegriffen. Butters, you're losing. Stop losing. So, aufs Maul. So starten wir den Kampf, ne? Indem wir draufhauen. Okay, okay. Ja, mach ich. Jetzt pass auf. Blocken hoch und er schießt. Jawohl, ich habe geblockt. Das ist sehr gut. Okay, Cartman gibt es eine Heilpotion. Okay, wir werden jetzt tutorialmäßig gezwungen, das zu tun, was wir tun sollen und nicht das, was ich gerne tun möchte. Aber egal. Essen wir eine Heilpotion. Du kannst in jeder Runde erst einen Gegenstand verwenden und dann angreifen. Das ist sehr nützlich zu wissen. Okay. Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground. Weak and helpless. Kick the shit out of him. Jawohl. Alles klar, Konter geht auch. Sehr gut. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Jawohl, machen wir. So, pass auf, jetzt gibt's erstmal ein Meucheln. Auf ihn hier. Yeah. Okay, den ersten haben wir ausgelöscht. Wir müssen blocken. Ah. Oh Mann, der hat guten Schaden. Wir nutzen natürlich wieder das Meucheln, das ist unser stärkster Angriff. Great job, Douchebag. Yay, sehr schön. Vielleicht sollte ich mal versuchen. Oh,
Okay, looten kann ich die, glaube ich, auch. Jawohl. Geld, Gesundheitstrank, eine Philipp-Action-Figur. Yeah, Terrence und Philipp, sehr schön. Wir nehmen natürlich alles. Wo ist der zweite? Der steht hier nirgendwo. Okay, okay. Wer wird hier unten angegriffen? Ich komme schon zur Hilfe. Oh nein, es ist der Mann mit der mächtigen Diabetes. Oh, er holt Verstärkung. Oh nein. Ja? Oh. Kontern. Ach du Scheiße. Und ein Bogen. Au! Zu spät gedrückt. Ja, ja, ist ja gut. Mach ich schon. Au! Okay, Gegner in Konterhaltung. Ah, okay. Ja? Okay, jetzt können wir ein bisschen Sniper-Action machen. Wir kriegen Pfeil und Bogen. Wenn deine Waffe blinkt, klicke die linke Maustaste, um anzugreifen, oder mit der rechten einen Machtangriff. Okay. Ja, ja, ist ja gut. Oh! Ich habe harte Angriffe drauf, ne? Jetzt hat er Reflektieren, okay? Okay. Gegner in Reflektionshaltung können Angriffe mit Distanz angriffen. Benutze gegen sie Fähigkeiten oder Nahkampfangriffe. Alles klar. So, dann werden wir ihm mal ein Meucheln reindrücken. Jawohl. Gut. Machen wir nochmal. Gut, der liegt. Sehr schön. Das Kampfsystem ist gut, das gefällt mir. Die nächsten Elfen sind ausgelöscht. Fiese Elfen. Ein Spielzeugtruck, okay, können wir gut brauchen und ein Elfenohr. Ja, 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 da hinten die arme Katze wird verprügelt. Ich helfe dir, Katze. Wieso nicht? Okay, wen haben wir hier? Geht klar. Kontern? Okay, darauf muss ich jetzt achten. Oh, der hat ein Schild. Eieiei. Schilde blockieren eine Anzahl Treffer vollständig. Benutze gegen sie normale Angriffe oder Fähigkeiten, die viel Schaden bewirken. Okay. Alles klar. Normaler Angriff auf den Schild. Ah. Alles klar. Okay. Unaufhaltbar. Er aktiviert sein Schild wieder. Alles klar. Rüstung senkt den Schaden durch Treffer. Benutze Machtangriffe gegen Rüstung. Okay, Schilde und Rüstung. Schilde normal. Aha, das muss ich mir aber alles merken, du mein lieber Herr Gesangsverein. So, pass auf, jetzt gibt es erstmal einen Machtangriff. Bam! Jawohl, mach ich. Oh, er greift an. Alles klar, durch den Schild nimmt er wirklich wenig Schaden. Yeah, bam! Durch einen normalen Angriff. Gut, habe ich verstanden. Alles klar. Das ist komplex. Das ist komplex. Wir haben sie zurückgeschlagen. It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, since you can make me a douchebag, but you sure can't fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen. And we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Spiders, go with him. So, die erste Schlacht ist geschlagen. Wir haben Level 2. Alles klar, wir haben eine Aufwertung verfügbar. Was bedeutet das? Zu den Waffen, neue Quest. Okay, Hauptquest ist, wir sollen Token, Craig und noch jemanden, Tweak. Okay, alles klar, die besten Krieger des Königs müssen aktiviert werden. Nein, nicht aktiviert, sondern was auch immer.
Ich möchte jetzt gerne mal gucken, was ich machen kann. Eine Aufwertung ist verfügbar. Das hier ist nämlich unser Skill-System, Freunde. Und hier können wir jetzt etwas aufskillen, nämlich entweder unser Meucheln oder Abziehen. Betäubt dein Ziel bei perfekter Durchführung und stiehlt dann einen Gegenstand aus seinem Inventar. Das klingt sehr interessant. Erhöht den Schaden von Meucheln. Aber ich glaube, ich möchte mich erstmal auf Meucheln konzentrieren, denn das scheint so ein bisschen zu Vorteilen, kommen wir noch. Das scheint so ein bisschen unsere Hauptfähigkeit zu sein. So, bei den Quests sehen wir jetzt, dass wir Craig, Token und Tweak suchen müssen. Das sind die einzigen Quests, die wir derzeit haben, aber vorher gehen wir nochmal. Ja, ich guck mal nach. Ich kein Problem. Kleidshelm, den kaufen wir. Yay. Verkaufen können wir jetzt auch, und zwar Kram. Dieser ganze Kram, wir können uns das alles gerne angucken, was das ist. Manchmal gibt es ja hier wirklich witzige Sachen. Aber ich möchte das ehrlich gesagt alles gerne verkaufen, dieser ganze Kram. Weil so ein volles Inventar ist nicht so mein Ding und ich bin auch nicht so der Sammler. Ja, ja, genau. Waffe. Ah, jetzt können wir auch den Level 2 Dolch kaufen. Wir kaufen natürlich den Chris. Der Judenstab, Zauberstab. Was kann denn meine aktuelle Waffe? Ich weiß es nicht. Ich kaufe mal den Chris einfach, weil er ein Level höher ist als mein jetziger. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Oh, Scott ist jetzt unser Freund. Das ist sehr schön. Okay, jetzt gucken wir nochmal kurz auf unser Inventar, denn wir haben jetzt eine neue Waffe. 10 bis 15 mal 3, 11 bis 16 mal 4 und durchdringt feindliche Rüstung. 5, okay. Ein MP bei... Na, MP ist nicht so wichtig. Wir nehmen natürlich den Chris. So, wir haben einen neuen Helm bekommen. Verringert Abwehr bei perfekten Angriffen, fügt 3 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Ich glaube, das nehmen wir auch. Das klingt ganz gut. Schließen. So. Du kannst mir was abkaufen. Und zwar einmal den Schurkendolch. Und die Mütze will er. Achso, das die Kapuze gehört zu meinem Anzug quasi. Butters, was hast du zu sagen? Alles klar. Du hast deine erste Schnellreiseflagge. Hier, okay, alles klar. Der Timmy Express, neue Quest. Finde alle andere Flaggen, um dich schneller in South Park zu bewegen. Gut, okay. Butters als Begleiter ist jetzt freigeschaltet. Na, hier ist ja was los. Ein Tempotrank, den nehmen wir mit. Hallo, Miss Cartman. Oh, my. Is that Spanish? You kids be careful now. Oh, Miss Cartman ist mein Freund. Hallo, Miss Cartman. Oh. 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 Haben wir eigentlich schon... Haben wir Cartmans Haus durchsucht? Ich glaube nicht. Das machen wir jetzt als erstes Mal. Jetzt, wo wir schon mal hier sind. Okay. Schauen wir uns mal an. Oh, oben hängt schon mal... Ja, ja, genau. Jetzt... Ach so, du hast jetzt eine Quest, die dich in die Stadt schickt. Drücke M, um deine Weltkarte zu öffnen. Dann machen wir das erstmal. Der Standort wird durch den gelben Pfeil angezeigt. Die Ausrufezeichen zeigen Questziele an. Okay. Hier oben haben wir was. Da ist Token. Hier haben wir was. Da ist Craig. Allmächtig, das ist ein großes Gebiet. Mein lieber Herr Gesangsverein. Wo ist die nächste Quest? Hier. Da ist Tweak. Okay, alles klar. So funktioniert das. Dann gehen wir jetzt mal Cartmans Bude plündern. So. Eine neue Nachricht von Butters. Die können wir uns auch im Journal angucken. Nämlich in der Home. Oh, Miss Cartman, Scott und Kenny. Alles klar. Butters. Das ist so eine Art Facebook in South Park. Haben wir, glaube ich, schon mal gesehen in der ersten Folge, ne? Ich soll mein ganzes Taschengeld spenden, weil das eine Regel für Paladine ist. Weil weiß jemand, wem ich es geben soll? Dein König verlangt seinen 10. Paladin. Komm für ein Gespräch zu mir. Okay, ja, so ein Paladin-Leben ist hart. Natürlich. What exactly are you looking for? Alles.